Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Warum ganz besonders? Heute wird endlich mal wieder Feuerwerk geshoppt. So kurz vor Halloween. Es ist schon, ja, so langsam kann man von der Tradition reden, denn es ist nicht das erste Jahr, wo Lidl F1 Feuerwerk zur Halloween-Zeit hat und so auch in diesem Jahr. Lidl hat wieder Komet im Angebot und das werde ich mir natürlich als F1-Liebhaber nicht nehmen lassen, mich jetzt gleich mal ins Auto zu setzen, zu Lidl zu fahren und ein bisschen Feuerwerk zu shoppen. Das Feeling wird mit Sicherheit, es wird unfassbar sein, endlich wieder in den Regalen Feuerwerk zu sehen. Man muss dazu sagen, es wird natürlich jetzt deutlich entspannter werden, als es das an den Silvesterverkaufstagen bei Lidl ist. Da war ja wirklich letztes Jahr ein regelrechter Ansturm. Ich habe schon Angst vor diesem Jahr. Aber natürlich werde ich es mir jetzt nicht nehmen lassen, da jetzt mal ganz entspannt durch die Regale zu stöbern. Also so viel Auswahl ist es natürlich jetzt auch nicht. Aber ich werde ein bisschen was mitnehmen, denn Lidl macht das natürlich schon immer ganz schlau. Und es gibt dort auch eine coole Aktion mit der Lidl Plus App, wo man drei Artikel kauft und zwei zahlt von diesen Bengalos Höllenlichter, umthematisiert von Komet. Und da werde ich mir das natürlich gerade bei dieser Angebotsaktion nicht nehmen lassen, gleich mal ein paar mit einzupacken und die natürlich dann auch die Tage in einem ausführlichen Testvideo alle Farben, ich glaube 5 Stück sind insgesamt an der Zahl, mit euch zu testen in dem Video. Das mache ich aber in einem separaten Video, weil Bengalos haben wir doch immer eine recht lange Brenndauer und ich glaube, da wird sonst das Video tatsächlich einfach zu lang. Ich mache mich jetzt auf den Weg und dann sehen wir uns gleich dort bei Lidl wieder. Bei Lidl und das Feeling ist einfach nur geil, jetzt hier auf dem Discounter-Parkplatz zu stehen und endlich mal wieder reinzugehen und Feuerwerk zu kaufen. Ich freue mich sehr drauf und dann hätte ich gesagt, auf geht's! Einkauf bei Lidl war mehr als erfolgreich. Ich meine, schaut euch das hier doch mal an. Wie geil ist das? Ich habe insgesamt 6 Einzelpackungen von den Höllenlichtern vom Komet mitgenommen. Zweimal tatsächlich die gleichen in Pink, so wie es ausschaut, jeweils 2 Stück drin. Und dann noch die 4 anderen Sorten. Warum habe ich 6 Packungen mitgenommen? Weil es gibt hier ja dieses Angebot. Ich habe es aber sicherheit schon in der Ansprache ja euch mit dem Prospekt gezeigt. Und da hat sich das dann einfach ergeben, habe ich gesagt, komm, das Schnäppchen, das nehme ich mit, 3 für 2. Und dann auch noch einmal zum Testen natürlich das Geisterparty mitgenommen. Ja, und jetzt geht es als nächstes spontan doch noch zu einem nächsten Stop, habe ich mir überlegt. Und zwar bin ich hier gerade ja beim Obi auch schon vorbeigefahren, in unmittelbarer Nähe. Und dort habe ich vor ein paar Wochen gesehen, dass 2 Komet-Aufsteller angeliefert wurden. Waren aber eine ganze Zeit lang noch nicht ausgepackt. Bedeutet, da schauen wir jetzt mal hin, mal schauen, was es dort gibt. Ich denke, ich werde nichts mitnehmen, aber einfach nur mal fürs Feeling reinschauen.
wieder draußen aus dem Obi. Ja, wie zu erwarten. Ich habe jetzt nichts mitgenommen, denn es ist doch sehr, sehr hochpreisig. Also Komet ist ja an sich schon sehr hochpreisig. Angebot war jetzt hier auch eher auf so Tischfeuerwerk und Co. gerichtet. Es gab ein, zwei Sortimente, auch dieses Fire Kids XL oder was, Vulkanfontänen-Sortiment für 9,99 €. Ich habe da jetzt mal nichts mitgenommen. Es gibt da bei der K1-Einkaufstour noch genug Anlaufstellen, wo ich sowas holen kann. Aber prinzipiell schon trotzdem sehr interessant, die Entwicklung, dass der Obi, der eigentlich kein Feuerwerk verkauft zu Silvester, jetzt da trotzdem auch F1-Feuerwerk wieder in doch keiner geringen Anzahl hat. Finde ich schon sehr interessant, das Ganze. Entweder ganz oder gar nicht, ist hier eigentlich meine Meinung. Aber Obi jetzt irgendwie doch auch wieder mit zwei F1-Aufstellern. Das Feeling auf jeden Fall unbeschreiblich. War richtig geil, heute mal wieder unterwegs zu sein. Wir sehen uns gleich daheim nochmal wieder und dann zeige ich euch nochmal im Detail, was ich mir jetzt hier alles geholt habe. Und da bin ich wieder. Mensch, der Einkauf, der war doch erfolgreich. Sogar noch einen kleinen zweiten Stopp eingelegt bei Obi, auch wenn ich da nichts mitgenommen hat. Aber ja, es ist einfach geil, dieses Feeling vom Feuerwerk im Laden. Und da sind wir. Erstmal vorneweg der gute alte Klassiker für 4,99 € wieder mitgenommen. Das Geisterparty von Komet. Wird es auch ein Testvideo zu geben, auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Das ist so ein Halloween-Klassiker, der ist nicht mehr wegzudenken. Gibt es ja auch bei Netto Marken-Discount auch in diesem Jahr wieder. Das ist wirklich nicht mehr wegzudenken aus der Halloween-Zeit. So, ja, und hier sind die Höllenlichter. Also insgesamt 5 verschiedene Sorten. Ich schau mal, dass ich das hier mal irgendwie so ein bisschen hinbekomme. Einmal die Lilanen, die habe ich doppelt gekauft, damit ich zweimal diese 6 oder 3 für 2 Aktion besser gesagt nutzen kann. Was haben wir? Wir haben hier einmal so ein, ja, das geht in die Richtung Blau, ein Rot, ein Gelb-Orangenes, ein Grünes und ein Lilanes. Und hier sind jeweils 2 Stück enthalten. Die Teile sind ziemlich schwer, muss ich sagen. Wir haben hier, was haben wir hier an der NEM? Schauen wir mal kurz. Wir haben hier eine NEM von ca. 39,2 Gramm. Also das wiegt schon ordentlich was. Wir schauen einfach auch mal ganz kurz hier so in eins rein, wie die von innen ausschauen. Und ein ausführlicher Test, wie gesagt, folgt dann auf jeden Fall noch. Ach krass, doch so dick. Hätte ich nicht gedacht. Hier unten heißt Handgriff. Die sind echt relativ voluminös. Krass. Freue ich mich drauf. Wird es, wie gesagt, ein separates Testvideo zu geben. Und ja, es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, jetzt mal wieder in den Discountern Feuerwerk zu kaufen. Und macht natürlich auch schon Lust und Vorfreude auf die große F1 Feuerwerkseinkaufstour. Ich bekomme die Frage oft gestellt, gibt es in diesem Jahr wieder eine? Ja, es wird natürlich auch in diesem Jahr wieder eine F1-Feuerwerkseinkaufstour geben. Ich weiß, es gibt auch jetzt schon hier und da viel, aber noch nicht ausreichend genug für eine Tour. Die wird dann so Ende November, Anfang Dezember, sowas um die Dreh rum, wie immer traditionell stattfinden. Könnt ihr euch darauf freuen? Für heute soll es das gewesen sein. Die Tage kommt auf jeden Fall ein Testvideo zu diesen ganzen Bengalos hier online und dann natürlich auch noch kurz vor Halloween zum Geisterparty von Komet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch Feuerwerk gekauft habt heute bei Lidl. Und dann sehen wir uns schon bald zu einem neuen Video wieder. Ciao, macht's gut!